Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 14.10.2020. Und unser DAX hat hier ordentlich. Hier ist ein Reiter abgeworfen. Na, und der hat keinen Bock mehr auf Aufwärtstrend gehabt, hat keinen Bock mehr gehabt, durchzuziehen, drüber zu springen, brav, einfach Schritt für Schritt immer weiterzumachen. Da ging es einen ordentlichen Satz in die Knie und ja, da hat er einfach gescheut jetzt vor den weiteren Hochs. Wir hatten gestern darüber gesprochen. Mal gucken, wo der DAX reingekommen ist. Das war quasi gestern, der Ausgangslage für gestern. Wir hatten gesagt, hier 13.150, 13.180, das wäre für mich noch so, immer noch so ein bisschen die Pufferzone, ne, die er einfach überwinden muss, um nach oben auch mal einen richtigen Ausbruch anzugehen, ne. Wir haben ja die letzten Tage immer wieder gesprochen darüber, dass im DAX aktuell einfach Ausbruchskerzen fehlen. Kräftige, grüne, fette Kerzen nach oben raus. Sowas, wie wir hier in Rot haben, dass wir sowas einfach in Grün haben. Haben aber immer gesagt, es wäre nicht schlimm, wenn er das hinauszögert, wenn er vielleicht sogar nur seitwärts macht, solange er eben keine markanten fetten roten Kerzen nach oben wirft. Weil, wenn er das nämlich nicht macht und einfach so bleibt, dann oft auch hinten raus beschleunigen kann, solange er keine fetten roten Kerzen wirft. So, was hat er jetzt zum Dienstag gemacht? Sie sehen's. Die fetten langen roten Kerzen gemacht halt, ne? Sie sind noch recht verhaltend, ne? Sind noch recht ruhig gewesen, die roten Kerzen. Aber wir haben es auch zum Dienstag gesagt, ne? Es liegen die zwei Optionen im Raum. Entweder rennt er uns oben kaputt über 13.150, sollte man sich über 13.150 orientieren, oder er rennt unten raus, unter 13.150, unter 13.120, haben wir gesagt. Wäre dann halt eher dieser Turnaround-Charakter im Dienstag drinne, und dann könnte es den DAX durchaus nochmal ein bisschen tiefer schieben, gut und gerne hier auch auf den Bereich um 69 wieder drauf, also auf die alte Flaggenkante von oben. Das hat soweit ganz gut geklappt. Auch auf der 69 hat er sich gut stabilisiert bekommen. Hat den Short-Trigger hier nach unten nicht umgelegt. Man muss allerdings auch sagen, ja, das war nun gestern. Jetzt kommt der Mittwoch. Also, wenn man das so im Tagesschart sieht, was der DAX hier fabriziert hat, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ihm das gelingt, das jetzt nach oben rauszuhalten. Ich würde tatsächlich hier eher jetzt sogar fast davon ausgehen, dass unser DAX den Ausbruch in den Kanal nochmal probiert. Also quasi, dass er dann versucht, hier oben einen Fehlausbruch stehen zu lassen. Tendenziell hatte DAX durchaus Chancen, dann bis in die Mitte des Kanals zurückzukommen, aber das muss gar nicht so viel werden. Es kommt wirklich darauf an, wie die erste Bewegung ist. Wenn er nämlich jetzt hier bloß einmal reinsticht und hier irgendwo mittig, vielleicht so sogar 9,10, 9,20, 900, 9,30 nach oben dreht und sich schlagartig wieder rauskämpft und dann auch diese Hochs, die er hier am Abend stehen lassen hat, die 13,20, 13,30, was das so ist, wenn er das dann wieder überwindet, das wäre ein gutes Kaufsignal. Ja, also da müsste man sich im Grunde dann hinstellen, hier Long rein, hier Stop Loss runter und dann zielen Richtung 13,300, Richtung 13. 13.450 Richtung 13.570 und mehr. Also hier auf jeden Fall aufpassen, wie verhält sich der DAX da jetzt an der Kante. Oft macht er zum Mittwoch das, was er sich zum Dienstag vorgelegt hat. Das würde jetzt bedeuten, dass er durchaus ein bisschen durchziehen kann. Macht er eben nicht nur hier unten früh gleich diesen kleinen Dip um 9.50, um 9.30, sondern geht tiefer, wäre dann der Platz bis 12.800 tatsächlich da. Kann er ausnutzen halt, ne? Also sie können bis 12.800 fallen. Aber wir sind auch noch nicht im Channel drin. Ja, bisher ist es als Pullback zu werten halt, was wir hier sehen halt, ne? Es ist ein Pullback auf diesen Kanalausbruch. Ne? Sie sehen das auch, wie schön er hier drauf rumstampft. Das heißt, in dem Moment, wo der Kerl zum Mittwoch vielleicht gar nicht nach unten rausarbeitet, sondern vielleicht sogar nach oben rausarbeitet. Ja, und dann würde ich durchaus das ein bisschen abkürzen, ein bisschen kleiner greifen und ihn hier schon so im Bereich um 13,60, 13,70. Ah, das geht hier eigentlich so los um 13,40 bis 13,75. Geht er da drüber? Dann ziehen sie wieder hoch halt, ne? Also, das ist denen dann auch egal. Und dann ist es denen auch egal, wie sie das sehen oder wie sie das finden oder ob ihnen das gefällt. Mir hat heute auch jemand geschrieben im Chat: Martin, was soll denn der Quatsch jetzt hier? Also, so sinngemäß, er hat es jetzt so geschrieben, aber was soll denn der Quatsch? Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen von Aufwärtstrend, Aufwärtstrend, Aufwärtstrend. Auf einmal lese ich jetzt bei dir wieder was von 12.900, 12.930 und so weiter. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was soll ich denn jetzt machen?
Natürlich, ich verstehe die Frage auf jeden Fall. Aber ich habe nicht in der Hand, was der DAX macht halt, ne? Und gucken Sie mal, wir haben von hier unten, also eigentlich haben wir die Route ja schon hier gezeichnet, haben wir eine Route unserem DAX vorgelegt. Diese hier, ne? Einmal hoch im Bereich 69, 13.000, dann einmal zurücksetzen, dann einmal oben so ein bisschen drüber. Das sollte so bis 13.150, der sollte so ran, 13.130, 13.110. Von dort sollte nochmal runter Richtung 12.960, 13.000, um dann auszubrechen. Das war die Grundidee. Die hatten wir hier schon. Als der DAX hier stand, haben wir diese Analyse hier schon rausgesetzt. Mit der Erwartung, dass der DAX natürlich in dem Moment, wo er hier über die Kanalkante drüber steigt, ausbricht. Das heißt, dass er lange grüne Kerzen wirft. Ne, was haben wir gesehen? Das hat erstmal einen Tag gedauert, dann haben es 2 Tage gedauert, dann 3 Tage, dann 4 Tage und nach Tag 5 hat er irgendwann mal angefangen, in unsere Route überhaupt erstmal reinzuarbeiten. Ja, dann haben wir hier auch in der Route gemerkt, der ist viel träger, als wir das gezeichnet hatten. Ne, diese Route, die war viel, viel, viel steiler drinnen. Der DAX sollte sich angelehnt an diese Bewegung hier viel, viel, viel kräftiger nach oben rausdrücken. Und auch die letzten Tage haben wir gesehen, dass es immer flacher geworden ist. Das ist ja an sich nicht schlecht. Ja, solange der DAX eben nicht anfängt zu fallen, hat er dann trotzdem die Möglichkeit, sich oben raus immer wieder weiter hochzuarbeiten. Aber ich habe das nicht in der Hand. Ich kann es auch nicht beeinflussen. Und wenn der uns umkippt und wenn er sich umdreht, denken Sie an den Spruch mit den Huren, denken Sie an den Spruch mit dem Messer, dann müssen wir uns im Zweifel halt einfach umdrehen. Und dann muss man sich auch hinstellen und sagen, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Also Sie auch durchaus halt, ne? Wenn ich sehe, der Markt will heute das nicht mehr, dann muss ich mich anpassen. So, übergeordnet im Sinne des Ausbruchs, des Kanalbruchs und so weiter anpassen muss man sich dann hier noch nicht. Aber wenn der in die Flagge zurücktaucht, das würde ich jetzt ihm nahelegen zum Mittwoch, dann muss man tatsächlich mit Longs erstmal kurz Piano machen halt, ne? Und zwar bis wann? Bis es sich eben dynamisch kräftig wieder nach oben rausstellt und es beweist, er hat Stärke, er hat Kraft, um aus diesem Kanalbruch auch mal Aufwärtspotenzial wahrzunehmen. Das hat er hier nicht gezeigt. Der hat mit einem Tag die Arbeit von 3 Tagen zerlegt halt, ne? Der steht jetzt auf einem Niveau, wo wir am Donnerstag, den 8.10. standen. Da kam der 8.10., da kam der 9.10., dann kam der 12.10., dann kam der Dienstag. Das sind 3 komplette Tage, die er mit einem Tag aufgefressen hat. Das kann man ihm jetzt nicht als stark auslegen. Ich meine, ja, wenn er das jetzt wieder auskontert, wenn er sich dann jetzt wieder hochkämpft, dann ist es gut. Aber jetzt auf so einen Tag zu sagen, boah, alles Friede, Freude, Eierkuchen, der DAX wird bis 13.450 steigen, kann ich nicht. Wenn ich ihm das hier bewerten soll, was ich sehe. Und ich sehe, dass die Verkäufer an einem einzigen Tag das zunichte gemacht haben, was die Käufer in 3 Tagen aufgebaut haben, mühselig aufgebaut haben. Und das ist schon, das ist jetzt nicht ganz optimal. Also das würde unserem DAX auf jeden Fall unterseitig die Option jetzt bieten, in die Kanalkante zurückzufallen. Das heißt nicht, dass es kommen muss, aber unter 12.69 muss man das Risiko auf der Unterseite suchen. Und sehen vor allen Dingen halt auch, ne? Sollte der das jetzt auskontern, sollte der ruhig sein, dann war das nur ein Pullback, ja? Triggert er dann oben auch wieder die Long-Signale an, schafft es über die 13.40, schafft es über die 13.75, ja, dann stehen wir auch relativ zügig wahrscheinlich wieder bei 13.80 und dann geht das ganze Lied auf der Oberseite wieder los. 13.92, 13.450 und so weiter. Das sind dann alles wieder Ziele, in die man dann zum Beispiel auch hier in so einem Moment, wo er wieder aus so einem Rücklauf auftritt, Long aufgreifen kann. Ja, mit der Grundthese, dass wir hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend haben, der noch aktiv ist und so weiter und so fort, darf man das dann. Ja, aber wenn er jetzt nach unten arbeitet und Schwäche zeigt und eigentlich genau das Gegenteil macht von dem, was er in der Route nach oben ja eigentlich machen soll, dann ist es auch nicht richtig, gegen ihn zu arbeiten und zu sagen, na ja, was denn, aber gestern haben wir das erzählt und vorgestern haben wir das erzählt. Das hat man nämlich nicht erzählt. Dass der DAX jetzt starke rote Kerzen nach unten wirft und sich hier direkt wieder zurückwühlt. Ne? Das war kein Bestandteil dieser Erzählung, wo wir gesagt haben, dass der DAX oben raus beschleunigen kann. Da haben wir immer gesagt, wenn er seitwärts läuft, ist das okay. Wenn er hier ein bisschen rumschiebt, ist das vollkommen okay. Solange er halt nicht dynamisch wegkippt, ist es vollkommen okay, wenn er nur das zur Seite macht, weil er sich dann hinten raus nach oben aufdrehen kann.
So, und das hat er sich jetzt eigentlich ein bisschen kaputt gemacht. Er kann sich das wieder zurückkaufen, indem er uns die Stärke beweist, indem er die Niveaus wieder zurückgewinnt, ne? Auch so eine 1350, 75, 1360 zurückerobert. Das ist wichtig, das sind wichtige Signale, wichtige Zeichen. Und darüber kann man dann auch wieder mit Long suchen. Na klar, ohne Frage. Aber in dem Moment, wo er unten kurz vorm Abhauen ist, vorm Wegrutschen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein halt, ne? Und ihm unten das Potenzial öffnen. Ja, also ich mache das nicht um. Ja, manche stellen das immer so hin, wie als lege ich die Analyse immer so, dass irgendwas richtig ist. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass ich recht habe, sondern dass wir mit den Positionen, die wir hier rausholen können, Geld verdienen. Und da ist es einfach nicht ausreichend, wenn ich mich nur auf eine Seite konzentriere und auch nur eine Seite antrade und nur eine Seite für realistisch erachte. Theoretisch muss ich jeden Tag mit beiden Richtungen rechnen und nutze die Chartanalyse letztendlich nur dafür, um mir einfach ein bisschen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu erkaufen an den bestimmten Niveaus, wo dann die Reaktion, wie wir das erwarten, in die bestimmten Richtungen gehen. Ah, ich meine, wenn man hier versucht hat, die Bewegung da eben mitzunehmen, ist man jetzt auch nicht großartig arm geworden. Ne? Ist relativ strukturiert drin geblieben. Auch wenn er hinten raus jetzt hier irgendwo ein bisschen das Ziel verpennt. Aber es geht dennoch nicht darum, dass der DAX unbedingt immer auf unserer Route bleiben muss. Ne? Es ist eher, dass wir auch reagieren müssen, dass wir auch in dem Moment, wo der DAX aus unserer Route rausfällt, auch mal eine Position klarstellen müssen, rausnehmen müssen, ausstoppen müssen, vielleicht auch mal einen kleinen Verlust mitnehmen. Ja, anstatt dann den großen auszusitzen, den großen Verlust auszusitzen. Das ist nicht Ziel der Sache, sondern dass man immer versucht, punktuell im DAX mitzuschwimmen. Ja, so, und hier würde ich jetzt ganz klar sagen, für mich die 69 Master-Dinge für den Mittwoch. 69 ist für mich das Maß der Dinge. Ist er darüber, kriegt er hier ein bisschen Seitwärtsgespachtel, so wie er das zum Abend gemacht hat, schafft er daraus dann Stärke zu entfalten, über 1340, über 1375, ist es für mich Stärke? Ja, das heißt, dann kann man Long-Positionen auch suchen Richtung 1300, 1320, 1340. Ich glaube, bei 1340 liegt jetzt auch noch ein offenes Xetra-Gap. Dann die 13180 wieder und die ganzen Ziele, die da drüber sind. Drückt er sich aber unten raus, zeigt er sich schwächer. Ist es schwach? Hin oder her, dann ist es schwach. So, und jetzt gucken wir noch einen Taxchart. Ein Taxchart sehen wir zwar ein kleines Lündchen unten dran, aber ansonsten ist die Kerze schon prägnant von der Keilkante weg. Na, also den Keil, den er hier nach unten aufgelöst hatte, das hat er per Pullback gemacht, hat er nach unten aufgelöst. Ich wiederhole das nochmal, es ist nicht üblich für den DAX, dass er nach einem Keilbruch so weit zurückläuft. Meistens macht er nur dieses, so wie hier, ne, diesen horizontalen Rücklauf an das Ausbruchsniveau und schmiert dann weg. Das heißt, ich gehe mittlerweile gar nicht mehr großartig davon aus, dass dieser Keil auch wie ein üblicher Keil auflösen wird. Vermutlich wird es in irgendein anderes Muster übergehen. Das schauen wir uns dann zu gegebenen Zeitpunkt einfach nochmal an. Aber von hier würde ich ihm jetzt auch, also aus Tagessicht müsste man zum Mittwoch schon auch eine 12,8, was ist denn das hier, 12,850, 12,860, sollte man schon einplanen halt. Ne? Mit Loch-Bollinger-Band einmal antippen. Also er kann natürlich hier auch eine grüne dahinter stellen, aber das wäre jetzt, sage ich mal, auf die Kerze leicht unwahrscheinlich. Na, also es hätte weniger wahrscheinlich, wäre wahrscheinlicher, dass jetzt hier nach unten noch eine rote hinterherkommt. Na, Primus auf den Punkt. Ja, wenn wir rein diese Kerze hier interpretieren und auch von dem Punkt, von dem sie sich weggelöst hat. Na, es ist ja letztendlich auch eine Art Pullback, der hier gemacht wurde an die Keilkante und von der drückte sich weg. Also von daher für mich eher das Risiko auf der Unterseite. Ich will ihn aber auch unter 12,69 sehen. Na, also ich will ihn da sehen. Ich will, dass er die Schwäche zeigt. Egal ob per Gap oder per was auch immer, ich will ihn darunter sehen. Solange er nicht unter der 1269 ist, ist es für mich noch so ein Wackelnummer. Ne? Was soll es werden? Wird es jetzt ein Ausbruch unten oder geht es oben raus? Und über 1340, über 1375 würde ich das dann sogar erstmal zurückstellen und ihm wieder oben raus einfach die Chancen einräumen. Okay, gut. Damit denke ich, habe ich Sie gut vorbereitet auf den Mittwoch. Zumindest ist das jetzt alles so, was ich hinzuziehe, was ich jetzt beachten würde zum Mittwoch. Das verschieben wir hier einfach bloß mal ein bisschen rüber. Ja, ansonsten im Großbild hier natürlich die 12, 7, 10, das ist auch ganz interessant. Ne? Das ist noch ein offenes Gap. Wir gucken mal. Jetzt muss er erstmal nach unten ein bisschen anlaufen hier. Oder eben auch nicht. Na, zeigen, wo er hin will. Das war aber schon ein markanter Dienstag. Das ist ein schön, richtig, es ist schon ein sehr markanter Turnaround auch gewesen. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und das direkt zum Dienstag. Also passt auch auf die Wochenzyklik. Gut. Ich mache aus, wünsche Ihnen maximale Erfolge, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.